Moin, hier ist Heini. Wie süß, da kommst du, Baby. Und zwar, das geht um diesen Tisch hier. Der soll weg. Ich hau da den Hammer gegen, den kriegt ihre Tante. Ich möchte mir einen neuen Wohnzimmertisch bauen, also so einen Couch einfach zum Hinstellen, ne, wo man auch mal hier im Stöpkel drauf packen kann. Oder Kaffee, oder ist ja egal, ne? Oh, wie süß, hallo. Hier. Da, zwei Kampfhunde, die mich beschützen, ne? Ja, mein Spaß. Und, was wollte ich sagen? Genau, ich wollte ganz simpel bauen, ganz normal mit Dübel, dass das jeder nachbauen kann. Die Platte oben mit MDF, die lackiere ich, alles gut, Mäuschen. Die lackiere ich ganz normal. Ja, ne? Die denken aus, ist er behindert, mit wem redet ihr? Mit The World, The Big, Big World. Ja, mein Spaß. Du auch, ne? Und wie gesagt, das wird einen quadratischen Tisch diesmal, weil der rechteckige, das sieht scheiße aus. Ja, und wie ich das baue und Danny, liebe Grüße, sonst kriege ich wieder einen Anschluss, wenn ich Danny nicht grüße. Und die Blumen, die habe ich meine Frau einfach mal so geschenkt, ne, weil ich einen netten Fetten bin. Ne. So, meine Lieben, ich wünsche euch viel Spaß beim Video und so habe ich das gebaut. So ist er, mein Kleiner. Mein Fellsohn. Und Spatz, ne? So, da wollen wir mit dem Zusägen, ne? Wir sägen jetzt 4x50. Also für die Beine nehmen wir jetzt 50er Höhe, also ich jetzt, ne? Und dann wollen wir mal irgendwie so ein bisschen so tun, als wenn wir sägen. So, wir zeichnen uns erstmal die Seiten an, wo die Bohrlöcher reinkommen. Normal machst du das auch mit einem Tischlerzeichen. Ich mache das bei sowas immer, wenn das um Tische geht, so ein Zeichen, dann weißt du auch genau, wie um du bohren musst, wo die Dübellöcher hinkommen. Ne? Okay. Damit ich sehe, wo das hingehört, ne? Diese Zagen, habe ich da ein Tischlerzeichen drauf gemacht wieder. Ist klar, ne? Und der links, rechts. Okay. Also, ich habe das jetzt angezeichnet. Mein Winkel suche ich jetzt erstmal wieder, ne? Da. Ich habe jetzt einen tiefen Stopp gemacht, einfach ein Stück Krettband drauf, angezeichnet, wie tief da reingehen soll und dann, ne? Linke.
ich fräse jetzt die Tischplatte mit einem Abrundfräser. Die Kanten mache ich eben schön abrunden, damit der doch fein sieht. Und vor allem, weil die Farbe dann auch hält. Muss ja ein bisschen, MDF muss ein bisschen bearbeitet werden. So, ihr seht ja jetzt, hat die Ecken. Ihr seht ja jetzt, dass die Ecken schon abgerundet sind. Jetzt wird das schön eben geschliffen. So, wenn ihr MDF bearbeitet, müsst ihr das mit so einem Sperrgrund vorher machen. Ne? Weil erstmal auch die Kanten, die sind sehr, sehr saugfähig. Ist ganz wichtig, dass ihr das macht. Und dann, wie gesagt, mit dem Sperrgrund, dass da kein Inhaltsstoff oder sowas durchkommt. Schön die Kanten erst und dann die Fläche. Ne? Und dann kommt später erst das Lack. Wisst ihr, was ich meine? Ich schleife jetzt die Tischplatte eben ab. Das ist jetzt trocken, nur ein bisschen. Weil das ist nicht so bei MDF, dass wir die Fasern groß ausstellen, weil das ist so schön glatt immer schon. So, ich habe jetzt vier solche Leisten gemacht, da werde ich jetzt ein paar Löcher reinbohren und dann werde ich von innen eine Zarge und dann von unten wird damit die Tischplatte befestigt, ja. Ich lasse sie einfach so, die sind ja klein, brauche ich jetzt raufschneiden noch, ne. Meine Lieben, war schön sieht das aus, oder? Fein Tisch. Ja, wie du gemacht. Und du hast geholfen. Ja, mein Liebling. Du auch, mein Spaß. So, mein Couchtisch ist fertig, aber nicht am Tisch kratzen. Das ist ganz neu. Kannst du machen, weil die Leute nicht zugucken, du. Der ist jetzt fertig. Was ich aber noch machen werde, ist, habe ich überlegt, hier eine kleine Schublade reinbauen, wo die Fernbedienungen rein können. Das ist eine gute Idee. Das sehe ich gerade hier, wo ich am Sitzen bin hier. Und ihr habt das ja im Video gesehen, wie einfach sowas ist, sowas zu bauen. Das geht ratzfatz, Papa, und Hammer geben, kloppen und dann stimmt das. Was hast du? Guck mal, die Zunge, ist das süß? Ist das süß? Ich hab den gebaut, du hast einen dicken Zunge. Ja, mein Spatz. Du bist so koldig, ey. Ja, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Extra ein bisschen hoch, ne? Und wenn ihr dacht, warum ist das so groß, Esstisch? Nee, weil der kleine Kacksack hier sonst immer alles runterholt. Und jetzt kann er das nicht mehr, weil du so klein bist. Du bist kleiner Mann. Ja, herrlich. Muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Ich hoffe, die Frau ist auch zufrieden. Hat sie noch gar nicht gesehen. Ne? Und dann werden wir mal gucken. Also, meine Lieben. Ich sage, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr auch mal genau einen Daumen nach oben da lassen. Das machen ja die meisten. Oder einen Kommentar, würde mich sehr freuen. Oder meinen Kanal einfach mal abonnieren. Ne? Ist auch wichtig. Weil ohne Abos kann man nicht leben. Ne? Ich verdiene kein Geld damit, davon abgesehen. Aber man freut sich ja. Oh geil, noch ein Abonnent mehr, ne? Wann, Mäuschen? Ja, wir wollen irgendwann mal April kennenlernen. Ja? Ja, April? Also, meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht danach bauen, geht einfach, wer sowas braucht, ne?
Mach Spaß und ich sage in diesem Sinne ab in die Rinne. Und wie macht April nochmal? Tschüss. Du auch? Tschüss. Ach, mein Süßer. Oh, Mäuschen, du bist hinter mir. Hab ich ja nicht gesehen. Okay, mein Spatz. Vorsicht. Fein. Ganz toll. Ne? Toll. Jetzt trinken wir einen Kaffee.